Lisa, Gratulation zu deiner Medaille. Was geht da momentan durch den Kopf? Ja, zurzeit kapiere ich es noch gar nicht, dass ich für die Bronzemedaille alles ausgegangen ist. Und das ist ein unbeschreibliches Gefühl, was ich heute habe. Du hast das Rennen brutal spannend gemacht. Du bist nach dem Stehenschießen 5 Zehntel hinter der Französin rausgegangen. Und im Ziel war es 3 Zehntel vor der Französin, die jetzt auf Rang 4 ist. Hast du da gewusst, was abläuft in der letzten Runde? Ja, gewusst nicht. Die ganzen Trainer haben auf der Strecke halt immer gesagt, ja, du, es geht um Sekunden. Und dann probieren wir halt einfach das Beste auszuholen. Und die letzte Runde war dann schon zart.